the world cheered Mega Man ran at long last. He captured and imprisoned Dr. Wily. But Dr. Wily always knew schemes might end in failure and had planned for just such an accession. Four robots had been hidden away, and after 6 months without being contacted by Dr. Wily, activate and begin searching for the master. Yeah, Leute, willkommen zu einem ganz neuen Projekt Freeman. Es ist wieder Zeit für Mega Man endlich. Und zwar Mega Man 7. Dem Nachfolger von Mega Man 6. Spielt, glaube ich, 6 Monate nach Mega Man 6. Zur Story. Dr. Wily wurde offiziell gefangen genommen. Also verhaftet von Mega Man. Und können irgendwo rein. Das Passwort zum Beispiel. Gut, jetzt erstmal Ruhe zum Erklären. Und ja, er sitzt momentan im Gefängnis, hat aber 8 Roboter zurückgelassen, um die suchen jetzt nach ihrem Meister, also nach Dr. Wily. Und natürlich sind sie auf der Suche nach Mega Man. So, das wird sie jetzt gebracht haben. Deswegen starten wir mal das Game. Get this finger in the faster auto! The city is under attack! I'll try and punch it up and roll. I can't believe Wily lost again! Won't this madam ever stop? He won't be loose for long. Once Dr. Light gives and rush me out, you know, Simpsons. His history. Warp, end of the line. The road is too unstable to keep going. You know, wait. Mega Man, take this helmet with you. Ist der falsche, würde ich sagen. Ups, falscher Helm. I guess not. Das war wohl der falsche. Personally, I kinda like the other one. Ja, das ist natürlich der richtige. Good luck, Mega Man. Und damit geht es auch schon, glaube ich, los, genau. Doctor, are you okay? I'll bring back Will to take care of you. No, Mega Man. We have no time. Wily is using the attack of his robots to cover his escape. Look. Thank you.
Und Wiley bricht schon wieder aus, es ist natürlich klar, und da ist er wieder. Mit den Augenbrauen des Todes. You've got to go now, Mega Man. Get rushed and follow Wiley's spaceship. Okay, Dr. Light. I'll do it. So, und wir können steuern und wir können unseren Schuss aufladen. Wir können sliden. Es ist ein bisschen eine andere Steuerung als beim NES. Ich muss mich damit ganz erstmal klarkommen. So zum Beispiel unten ist zum Beispiel springen und oben ist feuern auf den Super Nintendo Buttons. Deswegen muss ich mich damit erstmal ein bisschen einfinden. Ach ja, jetzt kommt erstmal hier so ein schöner fetter Dingens-Robot und natürlich safe. Obwohl, ist eigentlich jetzt gerade genau das meine ich. Gleich zu Anfang so ein Viech! Okay, wenn er irgendwie stampft, dann kann ich also nicht springen. Jetzt verstehe ich das. Wow! Alter, wie viel schon aushält am Anfang? Das ist ja heftig. Okay, jetzt ist es tot. Das war schon mal der erste Gegner. Aber das ist bloß die Intro-Stage. Denn ihr wisst natürlich, wie es bei Mega Man Classic ist. Klassisches, wenn uns wieder... Wow! Ja, das ist auch neu. Nennt sich Bass. Den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Ich bin gleich schon wieder tot von dem Typen. Obwohl noch nicht. You're as good as they say, Mega Man. You better tell me who you are. I'm Bass. I'm the strap. You have been trying to stop Dr. Wily while you were gone. I see now that you don't need your help. That I don't need your help oder so. Keine Ahnung. Bass! Und Bass ist weg. Und das erste Passwort. Und damit haben wir unsere ersten vier Roboterfreunde. Mal kurz zur Erklärung. Wir haben hier vier Roboter. Wenn wir die besiegt haben, kommt eine Zwischenstage und... Ja, ihr werdet es ja noch sehen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Falls ihr euch nur wundert, warum sonst immer 8 Roboter waren, jetzt 4. Ihr werdet es noch sehen. Und der erste war, glaube ich, hier, mal ein Safe mit drin. Der gute Junkman. Wenn ich mich nicht täusche. Der Müllmann. So. Junkman State. Also Stage Nummer 1. Und ich werde euch, wenn ich die Stage noch schaffe... Oh, guckt euch die Sprünge an, wie ekelhaft... Wow! Ich glaube, die Sprünge sind... ich werde euch noch... Ja, genau, das ist Schrauben. Schrauben sind nämlich wichtig, weil Schrauben brauchen wir für den Shop. So. Naja. Danke, Helmi. Waren das gerade Punkte oder so? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe das Spiel vor Jahren auf dem Super Nintendo gespielt. Oh, wir können Schrauben farmen. Das ist gut, das müssen wir uns merken. Jetzt ein Fahrstuhl. Ein Helmi-Fahrstuhl. Mit Energie. Oh, 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 oh. Zu viele Helmis. Oh, und guckt euch mal die Schüsse an, wie
Na, ich hätte es bestimmt auch... Obwohl, nee, du hätte ich jetzt nicht rausgehen können. Oh, die Steuerung, jetzt muss ich... ich muss mir erstmal hier ein bisschen einfinden. Sprung runter ist nämlich Sliden. Und das ist ein bisschen... Na, ich will nicht sagen ungewohnt, aber... Es ist schon zu lange her, seitdem ich dieses Game gezockt habe. Es ist einfach zu lange her. Kakerlaken. Witzig. Ich sag einfach mal, es ist mir auch geil. Auch wenn ich ihn vorerst nicht use. Gerne bis zum Boss kommen würde. Da drüben ist jetzt zwar was, aber da komme ich anscheinend jetzt so noch nicht ran. Später mit dem Rush Jet geht das bestimmt. Na, ich werde die ganzen Secrets nochmal später einsammeln. So was da oben, das ist doch bestimmt irgendwas, oder? Ach so, bestimmt erst, wenn wir die Attacke dafür haben. Dann werde ich hier nochmal zurückkommen zu diesem Level. Ah, jetzt hat die Rush noch aktiviert. Wow, was ist das denn? Wurmies? Reason Wurmies? Sieht aus wie Robo-Wurmies. Roboterwürmer. Was ist das denn? Achso. Ja, könnte ich mal ein bisschen unpraktischer bewegen. Wo geht's hier unten lang? Unpraktisch. Wie leben haben wir noch? Na, eins, okay. Irgendwie spinnt der Sound gerade ein bisschen rum. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall lenkt das gerade ein klein wenig ab. Und das, obwohl ich es gerade mit Fraps aufnehme. Hm. Komisch. Kam hier gleich diese schöne Stelle. Nämlich hier. Open. Genau die. Ach, die Schrottteile schießen auch noch. Das ist aber schön. Okay, ich verstehe gerade nicht ganz das Prinzip dieser Teile. Aber es wird schon irgendeinen Sinn haben. Vielleicht wenn ich unten lang gehe. Okay, das bringt es mir irgendwie. Das bringt es gar nicht. Nee, das bringt es gar nicht. Oh, das war... Ja, das war jetzt doof von mir. Das war jetzt unpraktisch.
Was mir gerade nicht gefällt, ist, dass der Sound teils... Oh, komm mal zurück. Super. Rush Cry vielleicht? Kann mir das wieder was helfen? Nein, natürlich nicht. Ich will die Energie da oben haben. Ja, super. Okay, das heißt, immer wenn sie die Plattform bewegt haben, kommt dieses Müllteil runter. Deswegen warte ich einfach mal. Und war das knapp, aber was war das eigentlich? Ich glaube, es war Waffenenergie. Gut, die brauche ich jetzt gar nicht. Das sind bestimmt so Schraubenteile. Gut, einmal sterben lassen bitte. Und gucken, was der gute Müllmann so drauf hat. Wow! Du liebes bisschen. Das kann aber werden. Alter, wie soll ich den denn jetzt aus... Macht der vielleicht noch mehr, oder war das alles? Wow, fuck. Wie soll ich denn dem jetzt... ausweichen. Okay, so. Oh, ich muss mich erst dran gewöhnen. Scheiße, und ich habe noch keinen Energy Tank. Das ist gerade der Mist. Das ist auch eine blöde Attacke. Oh, und das ist gerade mal der erste. Oh. Und ich breche mir gerade hier schon so ein ab. Bitte stirb. Oh Gott. Geschafft. Oh, was für eine Leistung. Naja, es ist anfangs immer ein bisschen schwer. Das kennen wir von Mega Man bereits. The Junk Shield will protect the use of the Rifting Spears, right? Yes, but the spears can only absorb too much damage before they are destroyed.
Mega Man 7, you got Junk Shield. Sauber. Passwort und kann ich euch mal den Shop zeigen? Auf Select. Gehen wir mal zum Shop. Mal sehen, was sagen unsere Schrauben? Welcome to Big Eddie's. I'm Auto Dr. Light's number one student. Unfortunately, I've lost one of my bolts and so I have a couple of skews loose. If you want to find my hyperbolts, I would appreciate if you bring back me. Anyway, I try my hardest and make out of any other bolts you may find. Select the item you want to have. I make it. 64 Schrauben haben wir schon. Gut, E-Tanks können wir uns noch nicht kaufen. Was haben wir denn? Stage Exit Item. Damit können wir die Stage verlassen. Fully Charge alles, das ist auch sweet. Exit from the Stage. Das, glaube ich, rettet uns, wenn wir runterfallen. Alles, glaube ich, noch einmal. Leben brauche ich jetzt auch nicht, ja. Achso, jetzt habe ich schon Energy Tank gekauft. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber egal. So long, Mega Man. Ja, danke. Gut, das war's für den ersten Part von Mega Man 7. Im nächsten Part geht's, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, zu hier... dem guten Kollegen hier. Dem Windmann. Also, tschüss, Skowski.